Hi Leute, ja, heute machen wir das Tutorial zu meinem vorletzten Video, wo ich die Bubble Teas selber gemacht habe, dieses Do-It-Yourself Bubble Tea Video. Da haben mich ganz viele gefragt, ob ich nicht das Tutorial dazu machen könnte. Und ja, das machen wir heute. Was wir eigentlich dazu brauchen, ist nur eine Palette, und zwar die Sleek Storm Palette 578. Und das ist diese hier und wir verwenden hier dieses Blau. Das findet ihr bestimmt, falls ihr die Palette nicht habt, auch in anderen. Das ist nur ganz, ganz, ja, so dunkel und schimmert leicht. Ne? So. So. Wir brauchen nur diese Palette, dann nehmen wir noch uns so ein paar hellere Farben, aber das zeige ich euch dann alles peu à peu. Und ja, beginnen wir. Ich habe schon meine Eyeshadow Base drauf. Das ist die von Manhattan Baseline Eyeshadow Base Long Lasting. Diese hier. Die ist vergleichbar mit der Art Deco Eyeshadow Base, wie ich finde. Und ich habe jahrelang immer die von Art Deco benutzt und die kostet ja irgendwas um die 9 Euro, also um die 10 Euro und die kostet 6? Ich weiß es nicht. Entschuldigt bitte dieses Quietschen, das regt mich auf, weil mein Hocker, auf dem ich sitze, quietscht und ich muss in der Küche aufnehmen, weil das Licht einfach viel besser ist. So, beginnen wir. Wir nehmen diesen Schwammapplikator, der mit in dieser Palette immer drin ist, weil ich finde, mit dem Schwammapplikator kriegt man viel mehr Farbe auf das Auge drauf. Ich zoome mal ein bisschen rein. So. Noch ein bisschen. So. Das ist vielleicht schon zu nah. Egal. Wir nehmen die zweite Farbe. So eine Champagner schimmernde Farbe. Nehmen das auf dem Schwamm auf und tun das hier vorne in den inneren Augenwinkel und auch ein bisschen hier. Wenn ich jetzt mit dem Pinsel alles machen würde, ich finde, da kriegt man nicht so viel Farbe drauf. Meine Meinung. Ne? So. So. Jetzt haben wir die Farbe aufgetragen. Wir haben auch ein bisschen hier in den inneren Winkel reingetan, damit es ein bisschen Highlight, ne? Das mögen wir ja immer. So, und dann fangen wir an, dieses schöne Blau hier zu nehmen, auch mit dem Schwammapplikator wieder. Und tun das hier einfach ganz dicht am Wimpernrand. Nur auf das bewegliche Lid. Also wir gehen jetzt nicht noch so schön nach oben. So. Schön viel, damit es auch schön dunkel wird. Man sieht's. So, fertig. Auf der anderen Seite auch. Und dann blenden wir aus mit einem ganz normalen Blendepinsel, der schön dreckig ist. Und blenden dann die Kanten hier leicht aus. Aber wir gehen nicht zu weit nach oben. So. Und hier auch.
So, dann haben wir schon mal leicht verblendet. Und ich finde das ganz toll, weil dieses Blau, das wird so leicht. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, was das dann aussieht. So leicht violett-lila, wenn man es verblendet. Ganz, ganz schön. Und dann nehmen wir noch einen anderen Blendepinsel und gehen dann hier in dieses Matte und etwas in dieses dunklere Braun. Also wir brauchen so eine Blending-Farbe und ich nehme meistens so ein warmes Braun. Da dippeln wir rein, abklopfen und dann gehen wir nicht direkt in die Lidfalte, sondern direkt da, wo schon verblendet ist und fangen hier noch mal ganz leicht an zu verblenden, damit das noch mal ein bisschen wärmer wird. So. Hier auch noch mal. Ganz leicht, nur so ein bisschen, dass das noch wärmer wird oben rum. Und durch das Blenden verschwindet immer so ein bisschen die Farbe. Gehen wir nochmal rein. Geben nochmal Farbe drauf. So, und das war es eigentlich schon. Dann nehmen wir nochmal das Blau und gehen ganz leicht noch mit der Seite rein und ziehen uns hier unter den Wimpernkranz eine Linie. Auf der anderen Seite auch. So, was ich dann immer gerne mache, das ist von P2 Perfect Look Lip Liner, so eine Farbe, ist eigentlich für die Lippen, aber ich benutze es nicht für die Lippen, sondern für unters Auge am Wimpernkranz und gehe mir hier nochmal durch. Ich finde dadurch, leuchten die Augen irgendwie, das bringt eine ganz tolle einen ganz tollen Kontrast zum Beispiel zu braun-grünen Augen, wenn er so ein bisschen rötlich unterm Auge ist. Und da wir da schon so ein bisschen Lidschattenfarbe drauf haben, wirkt das nicht krank. Also man muss immer damit achten, dass man es ein bisschen dann dunkel nochmal nachzieht, zum Beispiel bei roten Eyeliner-Strich, damit es nicht verheult aussieht. Dann nehme ich mein, Max Factor Color Expert Waterproof Eyeliner. Die Leute draußen gucken mich an. Der hier, ganz normales Schwarz. Und da ziehen wir uns jetzt einen Eyelinerstrich. Wie gesagt, das ist mein Hocker, der hier so quietscht. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Wimpern tuschen. Ich benutze die Isle of Extreme von Essence. So. Ich liebe diese Mascara. Oh. Und wir tuschen unten auch ganz viel. Wie tuscht ihr euch eigentlich die Wimpern? Benutzt ihr die rechte Hand für das rechte Auge und die rechte Hand auch für das linke Auge oder tauscht ihr? Das ist manchmal bei mir ganz unterschiedlich. Mal mache ich alles mit einer Hand
Also mit einer Seite von der Hand und mal wechsle ich dann für das rechte Auge meine rechte Hand und dann nehme ich die linke Hand für mein linke Auge. Das ist ganz komisch. So, das wär's. Für mein komplettes Gesicht habe ich von Catrice dieses Fotofinish benutzt. Ich verwende die 040. Ne, so. 040 Sunbeige. Und zum Konturieren habe ich dieses Chanel Universelle de Ombre, Chambre, was weiß ich, Soleil Tan de Chanel benutzt. Gibt es übrigens wieder. Also für die Leute, die es nicht mehr damals bekommen haben, bestellt es euch, kauft es euch jetzt. Und das war's. Das ist mein Look. Hatte ich halt hier noch so einen Zopf. So, hatte ich hier so ein bisschen Scheitel gemacht. Und einen Zopf. Machen wir das jetzt auch mal. So. So. Kragen raus. Zoomen wir mal rein. So, das ist der Look. Ein bisschen gepatzt mit der Mascara und Fallout, aber ihr wisst, wie ich meine, ne? So, ihr macht euch einfach im inneren Winkel eine helle Farbe drauf, dann verteilt ihr das komplett Blaue auf die Hälfte und verblendet es dann ganz leicht nur und dann oben mit einem warmen Braunton. Und ja, Eyeliner-Strich, ein bisschen rötlich hier. Ne, so ganz leicht rot und ganz viel Wimperntusche. Klar, für manchen ist es zu viel schon, aber ich mag das total gerne. So, das war mein Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zugucken, würde sagen. Danke fürs Zugucken, danke fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Ach ja, und was ich auf den Nägeln drauf habe, ist von NYX oder NYX die Farbe 139. Oh, ich finde das so schön. Sieht man das? Das ist so ein, was ist das? Ein Blau-Grün. Schimmer, total, total schön. Kostet 4,95 bei Douglas. Wo ist die Kacke? So eine Champagner, weiße, schimmernde. Was für eine weiße Champagner? Das tat weh. Ach. Und rote Äderchen habe ich. Ihr Bild sieht eklig aus. Ja, ich schmink mich. Was gibt's da zu glotzen? Die Kacke kriegt man nicht auf. Ich hab Hunger. Ich furz die ganze Zeit.